Hier, mein Portfolio mit Fotos von mir aus der Kita. Schön. Das stelle ich ins Netz für meine Freunde. Und ich für meine. Halt! Schon passiert. Wissen, wie's geht. Der Umgang mit Daten. Tagtäglich werden Millionen von Daten ausgetauscht, die meisten über das Internet. Transportieren die Daten Informationen über Personen, zum Beispiel Name, Alter oder E-Mail-Adresse, sind sie besonders schützenswert. Egal ob Fotos, Texte oder Videos, den Umgang mit personenbezogenen Daten regelt das Bundesdatenschutzgesetz. Willkommen zum großen Datenschutzquiz. Kandidat A, dein Kindergarten, gibt dein Portfolio an deine neue Schule weiter. Erlaubt oder verboten? Erlaubt. Falsch. Personenbezogene Daten dürfen nur verwendet werden, wenn die Person bzw. ein Erziehungsberechtigter damit einverstanden ist. Anders ist es, wenn jemand die Daten freiwillig angibt, zum Beispiel bei einer Anmeldung. Dann darf der Anbieter die Daten für Werbezwecke weitergeben, wenn der Nutzer nicht ausdrücklich widerspricht. Wer die Daten wie verwendet, ist nicht nachvollziehbar. Die Gefahr eines Missbrauchs wächst. Kandidatin B. Du stellst ein Bild deiner Kinder in dein soziales Netzwerk. Herrlich oder gefährlich? Herrlich. Aber gefährlich. Sind persönliche Daten öffentlich zugänglich, besteht die Gefahr des Missbrauchs. E-Mail-Adressen können für Gewinnspiele missbraucht oder Fotos verändert und neu gepostet werden. Und manche Netzwerkanbieter behalten sich das Recht vor, die Fotos für eigene Zwecke zu nutzen. Kandidatin C. Deine Ergebnisse vom Sportfest werden auf die Schulhomepage gestellt. Hast du das Recht, Nein zu sagen? Nein, oder? Doch. Werden persönliche Daten ohne Einwilligung der Person veröffentlicht und der Einzelne dadurch in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann das Herausnehmen der Daten verlangt und gegebenenfalls geklagt werden. Das regelt das Bundesdatenschutzgesetz. Trotz Bundesdatenschutzgesetz kommt es zu Datenpannen und Datenskandalen. Da Missbrauch von Daten kein Einzelfall ist, muss jeder, ob jung oder alt, seine Daten schützen. Und wisst ihr wie? Nur die nötigsten Daten angeben. Keine Daten an Dritte weitergeben. Papa fragen! Musik